Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Race Room Experience mit unserem Volvo. Das ist unser Teamkollege Eckblom vom, vom ist gut, aus Oschersleben. Und ja, gehen wir doch rein, schauen wir uns kurz die Infos an. Gott sei Dank ist die Runde ganz gut gelungen. War jetzt ein paar Runden gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Da gibt es halt ein paar fiese Ecken, das wird im Rennen nicht einfach haben, auch wenn es hier jetzt im Quali relativ von der Zeit her gut ausschaut. Aber da bin ich mir sicher, das läuft nicht so reibungslos wieder ab. Danke nochmal vom letzten Video für den Tipp dann, wenn wirklich das Heck kommt, einfach aufs Gas steigen. Ja, das zieht mir das Heck wieder gerade. Super, super Tipp. Danke, danke. Das hat auch funktioniert. In einem gewissen Grade natürlich. Das hat mir jetzt sehr geholfen, muss ich sagen. Sonst wäre ich wahrscheinlich halbwegs verzweifelt hier. So, wir beten mal den Durchgang. Stehen hier auf der Pole. Vor den beiden Citroëns, dann die Hondas. Und so weiter und so fort. Schauen wir uns kurz die Aufstellung an. Baum mit seinem Volvo hier vor Ivan Müller, Lopez, dann Michael ist da immer vorne mitmischt, Rob Huff, Benani, ja, mit der ähnlichen Lackierung von der Farbe her, aber doch ein bisschen was anderes, und auch von einem anderen Land natürlich und ein anderes Auto. Dann Montero, Chilton, Valente und Tarquini, ja, die Lada hier anscheinend nicht ganz so gut, auch Ketzberg. Alle drei Lader sind hintereinander, aber jo, Cornell, Nagy, Björk, Sabine Schmitz, Thompson, Fischer, Eckblom, Philippi. Ja, Philippi, der Chevy wäre auch nice. Also wenn ich einen Chevy fahre, dann noch meine Nummer von meinem Geburtstag, 27 drauf, grün, gefällt mir an und für sich auch immer ganz gut. War seitdem ich klein bin eigentlich immer so, wie schon bei den Spielen und so, wenn man sich Figuren aussucht, habe ich immer die grünen genommen. Deswegen, ja, das ist meine Farbe. 77 nur das Geburtsjahr, wäre auch geil, also den könnte man auch nehmen. Robert Münich. Wenn wir wieder eine WTCC dann fahren. Ist ja sehr beliebt bei euch. Und speziell auch, wenn ich hier selber am Schalten bin. Los geht's. Aha, okay, passt. Im Prinzip brauche ich nur schauen, dass ich selber keinen Fehler mache und dass mich eindreht. Oder dass mich die KI irgendwo rausdrängt. Da kommt Ivan Müller. Oh, und da links kommt auch einer. Ach du Scheiße. Das ist, glaube ich, Lopez. Oh, die zwei besten Fahrer überhaupt. Oh, da kommt noch einer. Ach du Scheiße. Den hatte ich aber nicht mehr gesehen. Michaelis. Jetzt ist es natürlich schwierig. Ah, da habe ich schon ein bisschen abfangen müssen. Ah, das Problem ist ja, hier stechen sie leider rein, das weiß ich. Ja, und der nächste auch natürlich. Müssen wir uns mal ein bisschen finden. Rob Huff natürlich, probiert's auch. Sein gutes Recht, ihr seht's. Gar nicht so einfach. Weil ich so aufpassen muss, haben mich da gleich jetzt drei überholt. Ja, und jetzt natürlich schon, sind wir schon ein bisschen auch in der entscheidenden Phase dann Richtung WM. Da müssen wir vorne dranbleiben. Ob ich hier mit meinem Volvo nochmal zurück überholen kann, wird schwieriger. So mit Risiko wie im Quali kann ich jetzt nicht gehen. Na wohl, hier könnte es gehen, oder Freunde? Hier könnte es gehen. Nach Start und Ziel eigentlich. Das wäre eigentlich so ziemlich die beste Möglichkeit. Wenn wir ein bisschen dranbleiben an Michaelis, vielleicht können wir ihn überholen. Den Kollegen werden wir schon mal hinter uns halten. Vorne wieder die heikle Passage, da muss ich aufpassen, dass er eben von hinten mich nicht angreift.
dich nicht eindrehe. Da selbst vorne mich ist mit seinem Honda mit leichten Problemen. Da habe ich in der ersten Runde Fehler gemacht, dass ich da aufgemacht habe, deswegen ist eben Michaelis nochmal hier durchgerutscht. Boah. War schon wieder sehr gefährlich. Ach, beiden Citroëns vorne, Bernd Stark. Müller und Lopez. Lopez schon auf der 1. Ja, Formel 1 ist Wochenende auch in Sochi. Nicht vergessen, Freunde. Ja, da, wenn die da jetzt sich gegenseitig fast angreifen, brauche ich nicht einen Überholversuch starten. Wenn der Michaelis fast schon Müller angreift. Wir müssen mal hier ganz entspannt bleiben. Half hinter uns, also. Aber wenn es eine Chance irgendwo gibt. Ja, natürlich. Kommt sie dann hier, wo absolut nicht mehr die Kurve ist. Lopez plötzlich wieder auf der 3. Ja, hier geht's rund in Oschersleben. Von 1 auf 3 Lopez. Ich muss aufpassen, ich muss da gerade anfahren, dass ich ja nicht ins Rutschen gerate. Ja, beim Bremsen schon auf 67% vorne, glaube ich. Bremsverteilung. So, einmal rauf, dann wieder runter in die dritte. Hat er das jetzt? Der hat mich da überholt? Ernsthaft? Das hat er gut gemacht, Rob Huff. Da habe ich geschlafen. Ja, ich habe aber auch gesehen, sonst wäre ich ein bisschen enger gefahren. Ja. So schnell kann es passieren. Aber wir können ihn jetzt da vorne theoretisch versuchen auszubremsen. Wir versuchen es einfach. Oh. Und Michael ist vorne schon auf der 2 mit seinem Honda, ja? Fährt selbst die KI ein bisschen übers Körb. Ja, trotzdem jetzt geiles Race, solange ich das halbwegs in der Kontrolle habe. Ah, hier müssen wir gar nicht auf die 6. raufschalten. Jetzt wäre geil, vorne könnte man nämlich versuchen wieder anzugreifen. So, kommt jetzt von hinten, wäre momentan nicht. Oh, 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 da haben sie sich gegenseitig abgeschossen, er kann aber weiterfahren. Ich will es mir vielleicht nur ganz kurz ansehen, was passiert ist. Da war es eh schon.
So, Freunde, bisschen zurück. Dann Rob Hafen, ne? Michelis, Freunde, ja? Da schießt er ihn einfach ab. Unfassbar, oder? Ja, gut, ist die KI. Kennen wir auch natürlich. Sie schießen sich auch gegenseitig ab. Das war natürlich bitter. Gut für uns. Ja, wir müssen auch ein bisschen brutal hier reingehen. Wollen ja auch einige sehen, dass ich ein bisschen härter fahre. Überhaupt generell, nicht nur jetzt bei dem Spiel. Und wenn ich schon eine Möglichkeit habe zum Überholen, dann halten wir hier auch rein. Und so schnell kommen wir von 4 auf 2. Ha. Ja, hier hat er ein bisschen Probleme. Da ist er ein bisschen langsam, aber ansonsten geht's. Danke für das super Tipp mit dem Gas geben, wenn er hinten kommt hier. Ganz super. Einen Gang hochschalten und ein bisschen ruhiger bleiben. Aber da hinten müssen wir auch weiter schauen. Lopez natürlich direkt hinter uns noch. Wenn uns der nicht irgendwo angreift, da vorne dann aufpassen auch natürlich, wenn uns vor Haf angegriffen hat. Das bis jetzt gefällt mir ganz gut, aber ich sollte es wieder mal nicht verschreien. Ah, jetzt geht's. Boah, nicht, dass er mich auch abschießt oder so. Ah, jetzt haben wir den Exit hier verpasst. Wird schwierig jetzt da mit angreifen. Geht aber trotzdem. Konter. Wo ist er? Momentan geht's noch. Ah, geil. Ja, wir müssen die schwächen Beine hat ausnützen von der KI, keine Frage. So, wenn wir jetzt Erster sind. Sie haben es leichte Probleme. Jetzt haben wir ein bisschen an Vorsprung wieder. Jetzt bin ich da jetzt weggerutscht. Hm. Hier bin ich dann leicht ausgerutscht in der Kurve. Michelis konnte schon wieder kontern. War ich da zu schnell? Ich weiß nicht. Mal spontan keine Erklärung. So, eng bleiben, dass mich der nicht da überholt innen, so wie... Ja, dadurch kommen wir natürlich ein bisschen schlechter raus. Er ist zwar neben uns, aber wir sind innen. Das passt. Eng bleiben. Konter? Nein, hier traut er sich nicht. War jetzt gar nicht so geplant, spontan. Na, schon langsam habe ich es halbwegs im Griff, aber ich will es wieder nicht so schreien und dann dreht es mich nächstes Mal ein. Da bin ich sehr vorsichtig.
Ja, wir vorne sind. Wie seinerseits der Red Bull. Mit guter Luftanströmung sind wir gut dabei. Wenn wir unser Rennen fahren können. Aber ich glaube, dieser Tipp speziell jetzt. Riesendanke noch einmal, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Da mache ich mir jetzt auch bei den anderen Strecken. Konzentrieren. Weniger Sorgen jetzt. Das hätte mir auch beim letzten wirklich sehr geholfen. In Moskau am Raceway. Zwei Minuten. Also zwei Runden noch. Ja, ich versuche mich jetzt ein bisschen zu konzentrieren. Plaudern können wir noch einen, nach dem Grand Prix dann auch. Ich will das Teil hier unbedingt gewinnen, Freunde. So, einmal noch. Höchste Konzentration. Und dann machen wir die Analyse. Ja, Bernie absolut überhaupt. Überall hier unterwegs, WTCC, Formel 1. Mit dem Bus ist er schon gefahren. Gerade Flagge draußen. Denken wir schon, hat das wer gewonnen oder was? Nein, ich bin Erster. Ah, hoppala, verschalten, ja. Jetzt noch einmal auf die fünfte, dann einmal runter wieder. Einmal nach vorne die etwas heikle Stelle. Nämlich hier. Hat die witzigerweise jetzt schon ein bisschen besser in Griff. Geht sich das noch? Geht sich das noch aus? Oh! Ich habe mit der scheiß Wiederholung wieder fast verschalten. Da geht das generell nicht in der letzten Runde, oder wie? Ich drücke auf Wiederholung und ich springe ins Rennen zurück. Gibt's ja nicht. Also wenn, müssen wir es noch einmal vor der in der allerletzten Runde anscheinend selber geht es irgendwie nicht mehr. Warum auch immer. Bin auch ein bisschen dämlich. Das finde ich ein bisschen schade. Gut, dann sehen wir uns hier noch ein paar Meter an von unserem Auto.
Michaelis, ja, war ein geiles Rennen, muss ich sagen. Also das war ganz nach meinem Geschmack. Wo ist dann jetzt noch Ivan Müller, der rausgedrängt wurde? Da haben wir Lopez, keine Ahnung, wo er ist. Wurde von Michaelis vom Honda-Piloten rausgedrängt. Die beiden Citroëns waren da noch erster, da hinten ist er, glaube ich. War noch ein, auf 1 und 2 in den ersten Runden. Dann hat Michaelis aufgeholt, ja, und dann ist ein bisschen Chaos reingekommen. Wir mit unserem Volvo. Geil, ein Sieg, hätte ich mir nie gedacht. Aber so war eben der Rennverlauf. Wir haben Müller nur auf 9. Ach du meine... Nein, jetzt habe ich wieder weiter gedrückt. Ah, das ist ja so blöd hier. Schade. Wegen... Ach, da die Gesamtwertung. Gott sei Dank. Ja, und Michaelis hat sich nach vor geboxt. Achso, es rennt jetzt so durch. Okay, dann müssen wir warten. Da kann ich jetzt nicht weiter tun. Ah, es springt noch einmal hin und her. Ja, Müller 44. Ja, da hat er ein bisschen den Anschluss, glaube ich, verloren. Ich schaue noch einmal. Ja, wir natürlich dran an Michaelis. Das passt. Lopez ein bisschen. Und dann Benani. Da ist schon vorbei, glaube ich. Dann ist leider schon vorbei. Ja, definitiv Michaelis, Baum und Lopez. Alle drei Marken wunderbar vertreten. Das verspricht noch ein geiles Finish. Obwohl wir natürlich noch ein paar Runden haben. Wir sind ja auch... Ja, cool. Ja, okay. 8 von 11. Okay. Noch 4 Grand Prix. Das geht. Portimao, das wird sicher lustig. Salzburgring komplett neu für mich. Bin ich noch keine einzige Runde gefahren. Spa, Francorchamps und Shanghai Circuit. Spa, Francorchamps. Puh. Spa wird auch, glaube ich, lustig. Also entweder sind wir souverän Erster oder wir haben Probleme dort. Und Shanghai wird sicher auch witzig. Und Salzburgring, Freunde, den werde ich gleich einmal jetzt kurz testen. Ich weiß noch nicht mit was. Ich habe mir leider die Champcars noch nicht zugelegt. Obwohl ich könnte eigentlich... Was ist da los? Ich könnte eigentlich gleich einen Test machen. Schieben wir die Anzahl? Ich weiß jetzt gar nicht. Und werde dann mal eine Runde fahren. Am Salzburgring. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Und ich werde mal eine kleine Runde flitzen. Bis dann. Am Salzburgring. In Kürze. Hier auf diesem Kanal. Ciao, ciao.